Anlässlich des 11. Diversity Balles am 5. Mai 2018 lud das Organisationsteam zum Salon Hübner ein. Und ruckezucke, so schnell konnte man gar nicht schauen, wurden auch schon erste Grundkenntnisse in Gebärdensprache vermittelt. Und mit Unterstützung ging es dann auch recht flott. Es wurde geschminkt, verschiedene Kostüme wurden gezeigt, aus verschiedenen Zeitepochen. Ganz nach dem Motto, your time is now. Und wie gefällt dir dein Kostüm? Hast du es selber ausgesucht? Na, ich wurde eingekleidet, also ich habe zwei verschiedene, das ist mal für heute. Für den Diversity Ball gibt es noch ein zweites Outfit, das was versteckt ist mal. Aber ich sag mal, für mich in den 80er Jahren geboren, 80er Mode ist super. Wie verschlägt euch hierher? Mit dem Taxi. Ja, ganz einfach, ich bin heute Morgen aufgestanden, dachte mir, oh, setz dich mal ins Taxi, komm mal her. Nein, ruckizucke, wir haben Kostüm gemacht für die Monika Heider, für die Ballmutter. Und wir hatten auch letztes Jahr schon das Vergnügen, haben auch schon für die Garage eine kleine Modenschau gemacht für Diversity Ball und sind schon seit Jahren Unterstützer und Freunde vom Diversity Ball. Also wir sind ein Upcycling-Verein. Wir machen eben aus alten Dingen neue Dinge. Das heißt, wir schauen, dass wir wirklich nichts wegwerfen und allem ein neues Leben schenken. Daher auch eben Monikas Kleid. Das sind eben alte Sicherheitsgurte, die eben nicht mehr verarbeitet wurden. Und ja, das ist Garbarage. Es ist ein totales Anliegen zu sagen, dass dieser Diversity Ball in Zeiten so wie diesen etwas sehr Wichtiges ist, weil es zeigt, dass unsere Generation, unsere Bevölkerung und unsere Kultur sozusagen und die Menschen dazu eigentlich zusammenhalten müssen und nicht auseinander dividiert werden dürfen. Und der Ball ist so das Signal und das Motto für Zusammenhalt. Wir sind eine Einheit. So weit, so gut. Aber was heißt nun Your Time is Now? Oder was heißt Diversity? Разнообразность. Weiß ich nicht. Ah? Weiß ich nicht, was das heißt. Diversity. Was ist Diversität für dich? Das liegt im Auge des Betrachters. Würde ich jetzt mal sagen, weil das ist ganz verschieden. Jeden bedeutet das jemand was anderes. Your time is now, ohne politisch zu werden, kann man das sagen? Ich kann es nicht sagen, ohne politisch zu werden, aber andere wahrscheinlich schon, weil ich glaube, Diversity bzw. Humanismus sollte eigentlich unpolitisch sein und grenzenlos. Aber in der heutigen Zeit ist es natürlich nicht mehr so, also vor allem in diesem Land nicht mehr. Leben wir vor, wir sind bunt, wir sind divers, wir sind alles Mögliche, wir sind das, was wir wollen, was wir können. The time is now, ja, ist eigentlich, was könnte das sein? Das, was man sich die ganze Zeit vorgenommen hat, jetzt liest man diesen Spruch, your time is now, jetzt ist diese Zeit soweit und jetzt machen wir es. Your time is now, dahinter haben wir gesagt, wir wollen uns eigentlich den Schwerpunkt Alter hernehmen, aber nicht so plakativ in den Mittelpunkt geben und sagen, okay, deine Zeit ist jetzt, egal welches Alter du hast, aber sei du, du. Ich bin persönlich nur ich, my time is wirklich now, jetzt im hohen Alter. Das ist schön. So kann ich nämlich zu ihr sagen, your time is now, und das ist das Motto des Diversity Ball 2018. Your time is now. But your was immer schon. My time was immer schon and will always be. Yes. Yes. That's our secret, you know. My time is my life. Because we are a good couple. Yeah, and together we will shoot for English movies now. We are only having our interviews in English now. Yes. I'm sorry. Ihr übt's da. Ich muss jetzt sagen, Mist. My German is not that really... I didn't understand acoustic. Sorry, could you do it again? Acoustically. Sorry. My name is Ernst Tradenik. I am from Okto TV and my English is not so good. No, Ernest, you have a wonderful English, really. Okto, I love Okto. I see Okto always in LA. We have a stream from Okto. It's yes. It's the best. It's a diversity channel, isn't it? Yeah, yes, you are right. Yes, yes. After having love, we always look Okto. We make love together, and then we smoke a cigarette, and then we watch we look Okto. Okto. And yes. So am I in the studio? Yes. Yes, you're in the studio. Sometimes you're filming us as well, and we love it. Yes. We love Okto. We love Okto. We love diversity. And we love all men of the world. And your time is now. Aktuelle Infos zum Diversity Ball auf ihrer Webseite, der ich gehe jetzt ins Studio, Liebe machen.